Das ist schon sehr interessant, was hier rauskommt. Eine FDP-Stadtverordnete, die ich noch nicht kenne, hält eine Rede und ich halte sie für eine AfD-Stadtverordnete. Und das ist inhaltlich auch richtig gut belegbar. Und während dieser grauenhaften Rede klatscht der gegenwärtige OB-Kandidat der FDP ganz heftig und ist furchtbar beleidigt und stickig, als einer von den Grünen diese Rede auch kritisiert. Was da alles rauskommt, wir sollten öfters länger tagen. Die Mystifikation der Paulskirchenversammlung, von der ich vorhin sprach, als die Verschleierung der realen Geschichte und der sozialen Realität, diente in jenem Fall dem Zweck des Tourismusmarketings. Der Aktionsplan gegen Rassismus, auf den viele zu Recht auch stolz sind, schwebt ähnlich über der Wirklichkeit. Er ist gut gemeint, soll aber keine Anwendung finden. Das heißt, in dem Fall, wenn es ernst wird, ist das plötzlich so wie eine Sonntagspredigt, hat aber mit dem Werktag der Menschen von Montags bis Samstag nichts zu tun. Im Kulturausschuss war das eine absurde Geschichte. Also jetzt haben wir gerade die Lage, dass die jüdische Gemeinde in Frankfurt glaubt, der Magistrat wolle das Roger Waters Konzert wirklich so weghaben und will das so sehr, dass es auch nicht stattfinden wird. Wenn die heute Abend hier zugehört hatten, dass gesagt wird, letztendlich zugegeben wird, dass man das erst prüft und nicht umsonst, glaube ich, ist es nicht auf der nächsten Magistratssitzung gelandet, sondern wie im Kulturausschuss rauskommen, auf der dann folgende, was jetzt, glaube ich, der 10. Februar ist. Und es wird nur geprüft, heißt auch, man ist überhaupt nicht auf der Tour, das volle Risiko einzugehen und notfalls, auch wenn es da behauptet wurde, den Schadensersatz zu zahlen. Das Irre ist auch, dass dort gesagt wurde im Kulturausschuss, man muss das erst prüfen. Was ist denn das für eine Versammlung hier, wenn man nicht mitgekriegt hat, seit 10 Jahren, dass Roger Waters weltweit dafür berühmt ist, dass er einer der aggressivsten Antisemiten, und zwar der anti-israelischen Sorte und der BDS-Anhängerschaft ist? Was muss man prüfen? Mit wem geht man eigentlich Verträge ein? Muss man sich das so vorstellen, dass auch der Chef der Buchmesse nicht weiß, was Rechte oder was Nazi-Verlage sind? Ist die Unfähigkeit so... Wie viel habe ich noch? Eine Minute, das wird ziemlich knapp. Also, wie wäre es, dann gehe ich nur auf die Schlussfolgerung, wie wäre es, wenn sich endlich so viel Sachverstand über Antisemitismus und Rassismus im Magistrat, bei der Messe, beim Börsenverein einstellt, dass solche Verträge gar nicht erst abgeschlossen werden. Das ist nämlich möglich und es wäre auch möglich mit der Agentur von Roger Waters und der Bedingung, dass das jetzt schief geht, nie wieder Verträge zu machen. Aber ist das Geld immer das Vorrangige? Nein. Wie viel ist euch der Aktionsplan gegen Rassismus und ich ergänze gegen Antisemitismus eigentlich in der Wirklichkeit wert?